Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute steht mal wieder die Bundesliga-Prognose an. Wir werden uns gemeinsam wie immer zwei Spiele aus der Bundesliga gemeinsam ansehen, werden das Gewinnspiel des letzten Videos auflösen und nochmal ein neues veranstalten. Zu gewinnen gibt es wie immer eine 10 € Paysafe-Karte und einen Monat gratis Premium. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Auflösung des letzten Gewinnspiels. Gesucht war das Ergebnis zum Spiel Real Madrid gegen Union Berlin. Dort sah es lange Zeit, auch bis zur 90. Minute, nach einem 0-0 aus. Aber Real Madrid hat mit Jude Bellingham, wie auch schon die Spiele davor, in der letzten Minute das Spiel entschieden, gewinnt somit 1-0. Das Ergebnis haben drei Leute richtig getippt. Und der Gewinner der 10 € Paysafe-Karte ist die Kakerlake 2295. Und der Gewinner des 1 Monat gratis Premium ist Andy Rosenau 3854. Schreibt mir einfach eine kurze Nachricht bei Telegram und dann lasse ich euch die Gewinne zukommen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins erste Spiel rein. In das erste Spiel, was wir uns genauer anschauen werden, ist einmal Bremen gegen Köln. Ich wollte auch noch eigentlich Stuttgart genauer drauf eingehen, aber hier ist die Quote, also Sieg Stuttgart schon von 1,67, wie wir sie gepostet haben, schon auf 1,42 gefallen. Das macht natürlich absolut gar keinen Sinn, das noch zu erwähnen. Deswegen, ja. Check gerne die Premium ab, um solche Quoten nicht zu verpassen. Wie gesagt, gehen wir jetzt in Bremen gegen Köln rein. Und zwar, beide Teams waren zuletzt defensiv sehr, sehr schwach. Köln zuletzt mit 3 Gegentoren im letzten Spiel und Bremen mit sogar 4 Gegentoren. Offensiv aber beide gut gespielt. Bremen auch mit zwei Tore gegen Heidenheim. Das war ein Offensivspektakel gewesen. Jetzt ist hier ein 6-Punkte-Spiel auf dem Plan und deswegen erwarte ich hier einen offenen Schlagabtausch. Bei Bremen fehlt Agu in der Abwehr und bei Köln fehlen sogar Martel und Carstensen in der Abwehr. Ich habe hier einmal das über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,753 im Auge. Ab einer 1,8 wird die Quote auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da kann ich mir gut vorstellen, dass ich die in der Premium posten werde. Also wie gesagt, chat gerne die Premium, um keine Wetten von mir zu verpassen. Mein Ergebnistipp zu dem Spiel wäre hier ein 2:2. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins zweite und letzte Spiel. Und zwar das letzte Spiel, was wir uns anschauen werden, ist einmal Frankfurt gegen Freiburg. Beide Mannschaften sind aktuell punktgleich und noch nicht in der Form, die sie sich vorgestellt hatten und nicht in der Form von letzter Saison. Freiburg zuletzt sogar mit 4 und mit 5 Gegentoren in den letzten beiden Spielen. Dementsprechend finde ich hier auch ein Over interessant. Beide Mannschaften können mehr, auch offensiv. Beide Mannschaften aber auch defensiv instabil und deswegen kann ich mir gut Tore vorstellen. Es gibt auch aktuell eine 1,892 auf das Over. Klar, die aktuelle Form spricht natürlich hier ganz und gar nicht für ein Over, aber wenn ich mir alles, alles in einem anschaue, ist die Quote schon ganz attraktiv. Ab einer 1,95 finde ich, kann man die anspielen. Und jetzt mein Ergebnistipp wäre hier ein 2:1 für Frankfurt. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt das nächste Gewinnspiel zu diesem Spiel. Also schreibt mir euer korrektes Ergebnis zum Spiel Frankfurt gegen Freiburg in die Kommentare mit einer kurzen Begründung. Abo da lassen, Daumen nach oben, schon seid ihr mit dabei. Und dann sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.